Kann ich hier hinten was holen? Ne, da kann ich nicht. Da ist eine unsichtbare Wand. Noch mehr Schaden. Ach, richtig, wir brauchen ja wieder Arbeiter. Das ist ja eine Mine. Autsch. Ah, der zweite. Die Stadtteile sehen aber alle anders aus, das finde ich. Also es sieht nicht alles gleich aus, das finde ich gut gemacht. Was geht denn hier? Ich bin echt froh, dass ich die Maus habe, weil ohne die Maus wäre ich jetzt echt aufgeschmissen. Oh, jetzt habe ich Pause gedrückt, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Weglaufen, wenn der Gegner kommt, zuschlagen und abhauen. Ein bisschen feige, aber es funktioniert ganz gut. Und obwohl wir weggelaufen sind, haben wir es trotzdem geschafft irgendwie. So, wo sind die Arbeiter hin? Oh, ich habe einen gefunden. Der hat sich schon wieder festgebackt. Ui. Hoppla. Ah ja. Das sind Tanks, die halten aus. Ohne Ende. Ich habe hier meine fette Rüstung und die bringt mir fast gar nichts. Und wo ist jetzt der letzte Arbeiter hin? Ich hatte doch drei. Ist schon wieder einer irgendwo. Oh, da hängt er. War ja klar. Was auch sonst. Ach Quatsch, was mache ich denn? Der muss doch hier hinter. Ich muss mal ganz kurz anhalten. Moment. Nimmt das Ding noch auf? Ja, sieht gut aus. Entschuldigung, ich muss halt nochmal nachschauen. Ich habe leider bloß einen Bildschirm, sonst würde ich das alles nebenbei irgendwo drüben machen, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dann würde mir das Hobby doch ein bisschen zu teuer werden, wenn ich dafür einen extra Bildschirm anschaffe. ...23 Minenproduktion. Ist irgendwas passiert? Keine Ahnung was. Hier ist auch die Gefahr, dass wir angegriffen werden. 37%, das ist zu hoch. Ach, wir haben nicht auf den Angriff reagiert und deshalb haben wir 52% verloren. Wir sollten einfach mal die Taverne bauen. Damit ich in Zukunft nicht mehr darum bemüht sein muss, hier Ordnung zu halten. Ich renne einfach mal in die Feinde und lock sie mal an. Sollen die damit kämpfen? Und die haben schon ein paar. Die haben große Schwerter, wie ihr seht, und ziemlich starke Rüstung. Die haben bessere Rüstung als ich. Ein Warg. Würdet ihr bitte den Warg töten? Der beißt mir in den Rücken. Das ist unangenehm. Die wären effektiver, wenn sie sich ein bisschen schlauer anstellen würden. Indem sie solche zum Beispiel nicht reizen. Obwohl, die sind ja den Zombies schon überlegen. Weil sie unsterblich sind. Oh, ist ein richtiger Ritter. Bei dem helfe ich dir mal. Ja.
Großen schaffen sollen, dann kommt so ein Kleiner und haut sie um. Schade, dass ich nicht genug Geld habe. Dann würde ich sie nämlich gleich nochmal ausbauen. Ah ja, die Minen produzieren. Ah, wir haben das Viertel verloren, weil zu viele Gegner sind. Ja, 47. Hier haben wir jetzt 0% am Tagsanstieg. Ach, genau 0. Hier haben wir 7% Anstieg, das ist immer noch zu viel. Das heißt, wir haben 0 Produktion, aber ich muss mich erstmal um das hier kümmern. Was kostet das, die auszubilden? Zu viel? Ich könnte die Mine aufbauen oder ich könnte den Turm. Ich glaube, wir bauen erstmal den Turm auf. Also ein paar Wälle. Die werden uns bestimmt nützlich sein in der Verteidigung. Oh, da ist der erste Arbeiter. Das Problem, das hatte ich auch beim letzten Spiel. Ich kann mich nicht um mehrere Viertel gleichzeitig kümmern. Wenn eins angegriffen wird, muss man da immer gleich hin und was machen. Und das finde ich blöd. Ging ja schnell. Ich warte mal, ob ich noch die anderen hier finde. Oh, kann ich das holen? Nein, natürlich nicht. Autsch. Oh, hier ist ein Ritter gewesen. Oh, wir haben Hilfe. Ich hau mal schnell ab. Das ist mir zu riskant gerade. Macht nur, ich stehe direkt hinter euch. Ah, der nächste Arbeiter. Also ohne die wären wir jetzt natürlich ziemlich... ...in die Bredouille geraten. Also den Bretterhaufen kann ich kaputt machen, den nicht. Warum, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Die Steine da. Habe ich die schon geklaut? Kann sein, weiß gerade nicht. Ich laufe einfach mal runter und liefere die ab erstmal. Die arbeiten da noch nicht, oder? Nee, wir brauchen 3 Arbeiter. Und ich glaube, ich nehme auch wieder die zuverlässige Balliste beim ersten Mal. Die anderen Sachen können wir gerne dann später mal ausprobieren. Aber die lädt halt schnell nach und wir kriegen ordentlich Schaden mit der hin. Warte, ich hab's gleich. Danke, dass du es mir nicht hast nehmen lassen. Noch mehr Vorräte? Gut. Oh, was ist das? Wahrscheinlich Gold. Hurra. Was brauche ich für ein Achievement? Ah, 100 Gold extra. Und jetzt muss ich hier natürlich wieder aufpassen. Wieder die zuverlässige Balliste. Und es geht los. Die bauen wenigstens relativ schnell. Ah, da ist ein Hund reingekommen. Ah, er legt sich mit uns an. Das ist ganz gut. Dann geht's da weiter. Mit dir.
Und wir haben es gebaut. Läuft doch gar nicht so schlecht gerade. Hier kommt ein Angriff. Hier haben wir plus 5. Was habe ich jetzt eigentlich gerade gebaut? Ach ja, genau. Muss ich vielleicht demnächst mal eine Mine bauen. Wir werden angegriffen. Erlaube ihnen nicht, das Quartier anzugreifen. Nein, das lasse ich auch nicht. 52% her. Okay, das hätte ich ein bisschen reduzieren sollen. Jetzt wäre es natürlich ein großer Vorteil, wenn wir mehrere Ballisten hätten. Es ist bei dem ist, habe ich gesehen, ist es wichtig, dass ihr mehr Gegner tötet als durchkommen. Also ist egal, wenn wir hier durchkommen. Entscheidend ist, dass ihr mehr Gegner tötet als reinkommen. Die Hälfte haben wir schon geschafft und ich glaube, wenn wir mehr töten. Senkt das bestimmt auch die Gefahr des Angriffs noch ein bisschen. Der Angriff ist ja hat ja stattgefunden, aber wir können bestimmt noch ein paar von denen töten, außerdem bringt es uns Geld. Gewonnen! 61 Kills pro Minute, ah ja. Neuer Rekord. Wir haben das Viertel verteidigt. Das wird aber nicht der letzte Angriff gewesen sein. Wir müssen mehr die Türme verstärken. Ja, und die Tavernen ausbauen. Gewonnen! Tatsächlich hat's gesenkt. Ist schon bei 19. Das kann ich mir noch nicht leisten, aber 5% und das erhöht es um 6%. Ich baue jetzt erstmal die Mine aus. Sollen wir noch dieses Viertel verloren haben, ist mir gerade egal. Ich baue jetzt die Mine aus, ich brauche... Ah, ich kann es gerade nicht. Ich muss erstmal was anderes machen. Genau. Ich brauche ein bestimmtes Ingenieurlevel, um das machen zu können. Oh, ich habe Wachen. Ah, die Rüstung hilft nicht. Ah, ich krieg Schaden. Ah. Nein, ich mach nicht Pause. Böser Hund. Irgendwie läuft es gerade nicht gut. Au! Ah, ich bin gestorben. Aber irgendwie hat es auch gerade ein bisschen gehakelt. Ich weiß nicht, woran es lag. Okay, versuchen wir es nochmal. Das passiert, wenn wir sterben. Aber das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, weil so richtig angreifen wollte er nicht. Er hat sich nur verteidigt. Das fand ich komisch. Ist klar, wenn wir nur nicht zuschlagen können, dann hauen die zu. Aber die richtige Waffe. Man hat gesehen, auch die Kleinen können einen ziemlich Schaden zufügen.